Tages ist ein Bohrer. Geheimagent Clank, bewegen Sie sich! Ich mach das auf dem, nicht. Auf dem roten Kreuz! Was für ein rotes Kreuz? Das hier? Dass so keine Haken dran sind! Da! Ah, da ist ein rotes... Jetzt ist es wieder weg. Egal. Da ist das rote Kreuz. Ja, hier ist es doch, wo ich bin. Wo denn? Ach, da! Nein! Fuck! Es ist kaputt, oh mein Gott! Nun, wir haben eine Höhle gesprengt. Eine. Nein. Wir haben ja Aggressor, so Raketenwerfer mit Viererlaufaufsatz, aber hier, ein Hammer wird schon richten. Ein Presslufthammer. Das ist ein Trümmerhammer. Oh, Levelende. Und mal sehen, hat das was mit zu tun, ob sich da raus... Nein, hat es nicht. Ja, du klaust da mal die ganze Zeit Bolts, während ich ja mal Kunden bin. Pazifist, die wenigsten erledigten Gegner. Aha, dann ist also ein Pazifist. Ja klar. Ich bin ein Clanky Pazifisti. Alea, Aleakta Est. Unsere Scanner haben Sammleraktivitäten in einem alten Tarpoden-Bergbaulager direkt unterhalb von euch geortet. Oh, jetzt kommt's. Die Schienen, um hinein und hinaus zu gelangen. Findet ihr Lager? Ach, ich glaube, war das das Gebiet mit dem Vieh oder war das ein anderes? Das ist, glaube ich, das Gebiet, weil das habe ich ja auch noch gemacht. Du hast bis dann noch gar nicht gespielt, oder? Doch, ich meine schon. Oh, ich glaube, wir hätten jetzt zuerst das Ding kaputt machen sollen, dann da runter. Aufs Rote Kreuz? Wenn hier. Hä? Na, da wo du gerade bist, eigentlich müsste bei dir was erscheinen. Ah ja, Tatsache. Hier ist aber gar kein rotes Kreuz. Du bist genau da drauf, oder bist auch fast daneben. Warte, wo ich hier gerade stehe, da müsst jetzt, oder du hast das Rote Kreuz, jetzt... Jetzt ist bei mir auch das Rote Kreuz da oben, sehr lustig. Ich muss auf der Aufnahme nachschauen. Ich meine, unsere LPs sind ja dafür bekannt, besagt die von Soccer sehr verwackt zu sein. Ich sag nur, heute der Saints-Fahrt mit Patze, die Amokfahrt. Oh ja, das war genauso. Bei dir steht er die ganze Zeit rum und macht eine Stimme, bei sich fährt er eigentlich und du machst nichts. So, man kann man sich irgendwie vom. Wie ging das denn hier? Moment. Mit Gewalt geht alles. Offensichtlich nicht. Das ist nicht God of War. Oh ja, damit hat es was zu tun. Okay. Moment, warten. Oh fuck. Was hast du mit Pilzen so? Wie wollen wir dieses Teil nennen? Wir nennen es, Knuffels. Knuffels. Das ist ein guter Name. Nee, nicht einsauen hier ran. Jetzt mach doch mal. Na, ich bin schon die ganze Zeit, ich warte da, ja. Nein, ich hatte das Ding doch. Knuffels, komm mit. Oh. So, jetzt haben wir den. Halt, stopp. Okay. Aber ein Pilz. Ron und mir schreien, können's raupen. Achso, ich habe ja immer noch diesen scheiß Presslufthammer. Ist hier, die ist hier Munition. Und wieder Kisten, die du mir klaust. Diese habe ich dir gerade gelassen, ist ja. Oh. Da habe ich ja bald genug Geld, um mir den Brenner zu kaufen, ne? Du bist der Held aller Roboter der Galaxie. Und doch verleumdest du dich selbst. Kriecherer stinkst du den Matschis. Hast du denn kein bisschen Stolz, Agent Sauerwein? Bei dir ist wieder das. Bei dir ist wieder das rote Kreuz. Ist es bei dir wirklich? Ja, denn doch, dieses Mal ist es bei mir. Beim allerersten Mal gerade eben habe ich, also gerade eben da, wo ich so getan habe, als ob ich es nicht gesehen habe, da habe ich es wirklich nur vorgespielt. Aber jetzt beim zweiten Mal war es wirklich weg. Also, das siehst du ja dann in der Aufnahme. An Licht 1235 wurde das Spiel entfernt. Echt? Aber ich stand bei mir gerade. Also bei mir bist du immer noch am Hämmern, ich weiß ja nicht. Hör mal, wer da hämmert. Die Farius. Bist du jetzt noch da? Nein! Nein, man konnte das gerade überhaupt nicht kontrollieren.
Ich konnte gerade nicht steuern. Verdammt, damit hatte ich nicht gerechnet. Warte. Ich hab ne Idee. Spring rein. Oh yeah. Nein. Magic Wall. Moment. Spring rein. Versuch mich mal da hoch zu schießen. Ja. Doch, das geht. So, jetzt komm. Ich war grad. Ganz vergessen. Ich will mal sehen, ob. So. Nein, das geht nicht mehr. Okay. Das ist eine Magic Wall. Okay. So, dann weiter nach unten. Ja. Ich dachte schon bei einem Blick im Sommer, was war das? Was sollte das? Ah, ich habe immer noch den Presslift. Ich will den Presslift haben eigentlich gar nicht. Diese Gadgets finde ich so nervig, weil die einfach hier so kompliziert auszurüsten sind. An sich zwar eine gute Grundidee, aber halt bei weit nicht unterhaltsam wie die von anderen Ritual Clank-Teilen. Ja, Beispiel Schwunghaken. Ja, ich muss halt Knuffels hier mal runterholen. Nicht Knuffels ein runterholen, Daniel. Das hatte ich jetzt auch gar nicht. Wieder in deinen kleinen versauten Kopf, ne? Immer diese heimlichen Gedanken, ich kann es nicht mehr hören. Moment. Ich wollte jetzt da mich schon eins ist da durchhämmern, obwohl wir doch hier oben gerade erst was freigeschossen haben. Ja, what the fuck? Nein, ich bin in Zivil Patz einfach alle Flaschen sammeln und dann den Tresor auslassen. Sly Cooper. Mega sinnlos! Okay, Mann, das Spiel buggt bei mir gerade echt rum. Ich glaube, du solltest wieder hosten. Los. Ich würde sagen, beim nächsten Checkpoint wieder passieren. Hey! Ich spritze dich voll im Mehl. Ja. Komm her. Was hast du da eigentlich? Oh, du solltest das hier umbringen. Hey, ja. Das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, okay? Was für ein Arbeitsvertrag? Ein Wolf Knuffels. Da, hol doch mal einen runter. Der Knuffels, das geht echt hier runter. Ja, komm schon. Oh, er hat die Fallen gelassen. Das ist für dich. Knuffels mag mich nicht. Vielleicht musst du ihn mal runterholen. Spring mal rein hier. Ne, warte, ich schieß mich lieber rüber. Ich glaube, du musst mir so ein Teil rüberschießen. So, Knuffels kommt. Los, mach's nochmal. So. Los, mach's nochmal. Das willst du hängen, wie ich sagen. Ich hab's nur den Ball verpasst. Magst du es von Knuffels vollgespritzt zu werden oder wie? Los, mach's nochmal. Ich hab das Gefühl, ich bring die immer mit diesen Teilen herum. Ach, nicht geht's, Anastasia. Ciao. Okay, tschüss. Er schießt jetzt Bällchen rüber. Ratchet Bro. Wo ist Ratchet Bro? Ich will den anrufen, er soll mir Bällchen rüberschießen. Ein Bild von der Graphic schicken. Von der Graphic. So. Fuck yeah. Ach man, unsere alte Nemesis. Schwunghaken und die Fahne ist reagiert. Er reagiert nicht. Er hängt hier fest. Schieß rüber. Boah. Ich hätte so gelacht, wenn ich jetzt da unten irgendwie gegengeknallt wäre und die Fahne ist runtergefallen wäre. Was ist denn hier los? Oh, Bildschirmeffekte, fett. Und, oh fuck. Und dann ist hier ist eine. Fuck, warum ist hier eine Magic Wall? Scheiße, was mache ich hier? Knuffels, komm hoch. Ich weiß ja nicht, was du für Probleme hast. War doch ich stand irgendwie auf dem Geschützturmlauf oder so, da war eine Magic Wall und ich konnte nicht vorbei. Ja, das ist ja absichtlich so gemacht. Okay. Willkommen Sie, ich bin Mensch. Ist Knuffels noch etwas zu gebrauchen anscheinend nicht schön. Zerstören Sie diese Freudekiste. Ich weiß ja nicht, wie ich das gerade getan habe. Mit deinen inneren Instinkten. Mit den Instinkten eines Robos. Eines Rootshit.
Okay. Knuffels, komm. No one in this room has the Absicht, der Rutsche zu sein. Wer hat diesen ganzen Scheiß hier eigentlich erbaut? Na, der Tarpon hat doch Kronk gesagt, hier altes Tarpon-Bergbaulager. Und Daniel, ich habe keinen Sound an. Und ich habe wieder nur ein Leben und leuchte wie ein Alphabet. Ah nein, was machst du denn? Warum läufst du mir denn nach? Du musst auf die andere Seite, du Honk. Gerald, siehst du es nicht? Ich blute. Wahrscheinlich muss ich sterben. Und bevor ich sterbe, noch ein letzter Wunsch. Spring rein. Das macht Spaß. Spring rein, Gerald. Bevor ich das Rettlich sehe. Und damit mein letzter Lebenssinn erfüllt ist. Sterb, Gerald! Oh nein! Oh nein, das gibt's doch nicht! Oh Mann! What the fuck? Okay. Was war das? Okay. Nein, Mann, jetzt lauf mir den Shit her! Jetzt bleib da! Ich bin schon immer ein Anhängsel der Wesen, okay? Oh, was ist das Videospiel? Scheiße, fuck! Was war das gerade? Ich weiß es nicht, du bist irgendwie gestorben, obwohl du doch nicht gestorben bist. Oh, da ist er! Oh, der Earworm! Satan, da ist er! Resistance 3! Was für ein Satan, das ist ein Ohrwurm. Fleischfressender Wigwurm-Vorlage für Satan aus Resistance 3. Er hat es auch zeitgleich entwickelt. Sieht zwar ein bisschen unterschiedlich aus, aber man merkt eindeutig, wenn man die beiden Spiele kennt, dass man sich da halt gegenseitig orientiert hat. Der war auch in Ratchet & Clank Nexus im Museum drin, als Ausstellungsstück. Ja, aber es gibt da eine Sache, die du da übersiehst. Was? Das ist nicht, das ist kein Wigwurm. Das ist ein Ohrwurm. Und im Westen, wo sind wir dann? Wir sind im Patzesohren. Hast du denn nicht die ganze Architektur? What the fuck? Ich hasse so Oh mein Gott, schöner Klapper. Okay, das ist ein Schicken, das ist wirklich ein Patzesohr. Komplett mein Stil wird man hier umgebracht. Hast du denn nicht die, ganze Architektur bemerkt? Das sieht einfach alles aus wie Patzesohr hier. Ey, lass mich mal gerade schnell gucken, ob da oben was ist. Im Patzesohr wachsen also Pilze? Mensch, du, ich muss dich da wieder hochschließen. Gerald, diesmal bringe ich dich nicht um. Ich muss das Ding wechseln. Vertraust du mir? Ja, doch, es geht. So, okay. Was hier machen? Ach, hier, Trümmerhammer. Ah, okay. Warte, lass mich. Muss der Daniel schon eine Qual den Trümmerhammer ausrüsten. So sinnlos, einfach nur so ein paar Bolts hier oben zu verstecken. Im Fall sind ja nicht mehr viele. Gut, nein, vorne gibt's da generell nicht viele Bolts, aber. Nein, was machst du? What the fuck? Hab ich das denn kaputt geschossen? Hab ich's getroffen? Ist das deine Ernste? Hä? Ist das deine Ernste? Ja. Ist das? Jetzt nimm mal hier. Ah, oh, Mann, ey. Das Wichtigste geht vor, Moment. falsches Gerät. Spring. Siehst du, musst du sauer werden, so macht man das. Ah, what the fuck? Zieh dich rüber. Also auf Dreieck. Ja. Zumindest bei mir. Es würde schon cool kommen, wenn ich in der nächsten Aufnahme-Session, ich plane ja persönlich so, dass wir in jeder Aufnahme ein anderes Kostüm tragen, so Ninja Nefarious mit diesen Hexenklauen. Ja, das wäre schon cool. Ja, das haben wir. Moment, ging's da lang weit? Nee, ich glaube eher hier, das ist der Punkt. Ach, ein Nanotech für dich. Nee, halt. Nee, nicht, dass es die wie so in einem anderen Spiel ist, dass sie auf einmal die Kamera festen treten. Ja, warte, aber hier kommen wir doch gar nicht mehr hoch, oder nicht? Schätze schon. Ich hoffe es mal. Und wenn nicht, kannst du Patzes Mod nur folgen. Grief ist mir schuld. Das X war bei mir jetzt gerade nicht da, aber das ist so schlimm. Oh! Okay.
Wenn die zurückgekommen sind, dann schließ dich rüber. Ey, jetzt habe ich Ninja Clank freigeschaltet. Okay. Anscheinend ist es denn bei Dawn nicht so kreativ, ich dachte halt einen besonderen Skin für jeden und dann halt, ja, anscheinend ein, keine Ahnung, ein Ninja oder so und, ja. Ja. Ich meine, wir haben Ninja Ratchet, Ninja Clank, Ninja Nefarious. Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, ich... Warum bist du mir jetzt schon wieder hinterher gerannt? Warum bin ich schuld? Ich hatte noch alle Leben. Voll. Wieso, Jared? Wieso? Jetzt bleib doch da... Ja, ich bin auch sehen, ob das Ding gekloppt wird. Kein Grund, den Agro-Gamer raushängen zu lassen. Das verdient gerade. Das ist nicht was nie genug, wissen Sie? Es ist so lustig, teilweise das Spiel auf lautlos zu spielen bei mir. Es ist so faszinierend, diese. Das sind künstlerische Eindrücke, weißt du? Wir tun manche Stellen in diesem Spiel einfach besonders hervorheben, indem wir da einfach gar nichts machen. Oder ich jedenfalls. Ja, oder wir wollen in der Pause zwei Geschichten erzählen, auf einmal denkt sich Part 2 einfach fuck you. Es sind einfach diese künstlerischen Momente, die dieses Let's Play einzigartig machen. Ja, ein paar lustige Stellen sind halt immer dabei. Nehmen wir jetzt das Kreuz. Spürst du die Stille? Nein, ich auch nicht. Irgendjemand läuft hier mit Presslufthammer am keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du meinen könntest. Ich auch nicht. Das war bestimmt Ole. Ja. Und Oh. Anspruchsvoll! Oldschool Ratchet und Clank Grinding. Und ich kann es nicht bewegen. Nein. Weil Baum. Baum, Käfer. Hey, du hast mir sogar mehr Balls übrig gelassen dieses Mal. Weil du hast 12 Gegner, ich hab 2 Gegner. Nein, das sind 7 der Gewinner. Hey. Zum ersten Mal. Holt meistens die meisten Balls zusammen und ich Frischling die meisten Tode. Ich bin ein Frischling. Tiii. Oh, ich kann jetzt die Waffe aufrüsten, wenn hier irgendwo ein Verkaufsautomat wäre, was nicht der Fall ist. Aber wird bestimmt noch kommen, wenn du die ganzen Viecher einsammeln. Wir haben noch gar kein Labor hier unten gefunden, das macht mir ein bisschen Angst. Es gibt ja insgesamt nur 6 und Breakworld. Und ja. Einfach an jeder Ecke nachschauen. Wir können ja auch hier irgendwann Osten nochmal bis zu einer Stelle hinlaufen, das Labor nochmal uns zeigen. Ihr müsst euch den Zugang schaffen, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ihr das anstellen sollt. Wir haben Pressluftklammer und instabilen Boden, Frank. Was ist denn passiert? Wow, awesome. Oh, das ist cool, das ist wirklich cool. Aus meiner Sicht eine der größten positiven Änderungen an Earth One und wieder kaum was draus gemacht. Eine Passage, in der man einfach nur einen Gang runterfliegt und abbremsen muss mit dem Düsenpack. Toll. Ja, aber ich find's irgendwie richtig cool einfach. Nicht zu vergleichen mit dem Düsenpack in Nexus. Ja, eigentlich kann man sagen, der Levitator, denn das Düsenpack in Nexus ist ein Rücker des Levitators, das ist genau die gleichen Funktionen. Das einzig wahre diesen Pickler für mich, dass das Teil 1 wegen seitwärts Flugnamen Stone noch wirklich gebraucht hat. Teil 2 ist einfach nur noch überflüssig. Wir können ja auch so einen Bandschlag machen und irgendwie halt Gegner oder halt Kisten ausschlagen. Und wir können ganz nah an Zahngliedern. An heißen Zahngliedern können wir entlang. Ja, an Zahngliedern, Fleischwuchs. Ich hoffe, wir übersehen kein Goldbolt. Warte mal. Da oben bei. Lass mich nochmal hoch. Folgt ja schon. Hier? Nein. Ich glaube, bei solchen Passagen gab's überhaupt kein Goldbolt. Aber ich habe auch nie alle gesammelt, deswegen. Oh. Ich habe zumindest keinen gefunden. Ja, man kann ja nicht wissen. Oh, shit. Moment, erstmal da hoch Nanotech. Und dann will ich mal kurz das. Jemand muss sicherlich einen Song einfach wieder so. So. Aber ich will mal schauen. Da oben, das sieht verdächtig aus.
ist. Sehr verdächtig aus, aber es ist. Aber man kann nichts machen. Das ist eine Magic Ball, wir können gar nicht mehr höher fliegen. Okay, unter. Das hier erinnert mich gerade ein bisschen an Little Big Planet. Schade, dass du das nicht hast. Ja, das ist. Ich kenn's aber so vom Namen her, genauso wie 90% aller Spiele mit Safe Boy. Little Big Planet. Oh, what the fuck, cool. What the fuck? Also Little Big Planet, musst du mal gucken, ob du das vielleicht irgendwo. Little Big Planet 1 kriegst du mittlerweile ganz günstig. Oh, da, ernsthaft. Hey. Ernsthaft. Das war alles. Ja, gut, das war einfach. Stimmt, die hatte ich ja komplett vergessen, dass da noch welche waren. War die Lösung so simpel, dass man auch diese Glasscheibe kaputt haben musste. Ja. Protonengräber. Der sieht genauso aus wie eins von diesen. Au. Hä? Ganz schön, man muss da mehrere Male halt gegenschlagen. Dann ruhig rechts. Achso, man darf nicht da oben gegenkommen, jetzt nicht. So. Oh, shit. Nicht gegen den roten Laser. I'm firing my laser. Man kann ja auch nicht irgendwie zur Seite oder so runterfallen, weil.